Herzlich willkommen in der Küche vom Löwenzahn, wo wir heute miteinander Zürichschnitzel zu werden machen. Dazu brauchen wir 250 Gramm Kalbfleisch, ca. 100 Gramm Champignon, ein Viertel von dieser halben Zwiebel, also eine halbe Zwiebel, nehmen wir es eine halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe. Dann brauchen wir noch etwa einen Deziliter Rahm, das kommt auf euren Geschmack drauf an. Und braune Grundsauce, die wir hier aus den Knochen machen. Salz, Pfeffer für die wollen. Und Öl. Oh, jetzt haben wir den Weisswein vergessen. Jetzt muss ich schnell Weisswein holen. Moment. Also, Weisswein und Cognac. Als erstes schneiden wir das Fleisch. Ah, ich muss nicht drüber schauen. In kleine Stück. Das ist jetzt ein Stück, das man eigentlich auch für Schnitzel brauchen kann. Und es gibt auch noch Geschnetzeltes in einer anderen Qualität, wo man dann halt länger muss kochen. Das ist ja wirklich für alle Minute. Dann Champignons. Es gibt Leute, die haben das gerne so geschnitten. Ich habe es gerne, wenn sie geviertelt sind. Weil es hat einen besseren Biss und man schmeckt den Pilz raus. Also den Champignon. Ich sage lieber vierteln. Dann die Zwiebel. Das macht man, damit man sich nicht in die Finger schneidet, schnell anlegen. Nicht, dass man probiert, alles noch zu machen. In einem Stück. Ja. Dann eine Knoblauchzehe. Oder man verdruckt sie und schneidet sie dann so. Ich habe eben alles gerne noch ein bisschen grob, ich habe es nicht gerne, wenn es ganz fein ist. Wieder hier wegen den Aromen. Man hat ein besseres Erlebnis im Mund, wenn man es so macht, finde ich. Dann sind wir schon bereit, um es anfangen fertigen. Wir haben eine Pfanne. Also, als erstes müssen wir das Fleisch anbraten. Für das brauchen wir Öl. Wenn es geht, Öl, Butter, dann verbrennt euch die Molke zu schnell. Also, und Öl wird auch heißer. Öl, bis der Boden fast deckt ist oder ganz leicht Seele hat. Dann sind wir auf ca. 70%. Ich weiß gar nicht, wie heiß das ist, aber ich schätze 250 Grad. Wenn das Öl heiß ist, jetzt tun wir das Fleisch drin. Jetzt gibt es Leute, die haben gern, wenn sie es gern melieren und salzen. Ich sage lieber kein Salz, weil Salz zieht sofort Wasser. Wir wollen hier Fleisch zwar keine Poren hätten, man sagt immer anbraten. Hier geht es nur um die Röstaromen. Und die gerne ein bisschen Mehl drin haben, können gerne Mehl drin tun. Ich lasse das immer raus, weil es verändert für mich den Geschmack. Es gibt etwas Bitters drin. Sobald das Öl heiß ist, nehmen wir das Fleisch und die nicht was umstocken. Wir schauen, dass es anbrotet, goldig wird. Das wird aber nicht, sobald wir es bewegen, die wir noch die Pfanne abhalten. Wir den ein bisschen anbrotet. Dann ein bisschen leer und dann wieder Silo, damit eben nicht das kalte Fleisch Öl abhalten und so kochen.
Solange es den da oben hat, ist es gut. Jetzt sind wir dabei. Jetzt ziehen wir doch nur die Furcht anbraten. Das heisst rosa, das muss innen noch rot sein. Voilà. Jetzt nehmen wir es weg. Den so auf den Teller, der nebenan ist. Vorne wieder auf den Herd. Hier können wir das restliche Öl nehmen. Als nächstes haben wir Zwiebeln drin. Knoblauch und Champignon. Das ziehen wir ein bisschen anschwitzen. Auch hier, dass die ätherischen Öl aus der Zwiebel und Knoblauch kommen, wenn es geht. Die wollen, können auch selbstverständlich die anrösten, also goldig. Ich würde es nur, dass es ein bisschen der Saft vom Fleisch, das eingekocht ist, auffängt. Und das gibt ihm schon die Brühe. Dann als nächstes brauchen wir den Weißwein. Den mit einem Mullvoll ablöschen. Jetzt ein bisschen reduzieren. Und denkt daran, es ist alles. Das ist kein Rezept, das ihr alle einhalten müsst. Es sind Empfehlungen. Wie jetzt zum Beispiel ist jetzt ein zweites Mullvoll. Wenn es etwas heiß ist, ist es schneller eingekocht. Gibt aber auch die Aromen, gibt die Säure für die Soße, die wir nachher brauchen. Jetzt lassen wir das ein bisschen köcheln, nehmen braune Soße und die hier auch. Ich würde noch gut dünken, wie gerne man Soße hat. Etwa ein halbes Glas von dieser rein. Das sind 2 Deziliter, um genau zu sein. Und lassen jetzt das ein bisschen kochen. Jetzt ist eben die Frage, ich habe ja Salz dort. Jetzt das Fleisch kommt wieder rein, aber bevor das Fleisch reinkommt, tun ich es jetzt salzen. Jetzt gibt es die Runde, rundet es ab, kommt in die Soße und wird so ca. 1 Minute, 1,5 Minuten, wird das Fleisch mitgekocht. Und während es das macht, kann man jetzt den Rahm reingeben. Es sollte eben so eine Karamellfarbe sein am Schluss. Und jetzt lassen wir es schnell aufkochen. Jetzt kann man den Herd abstellen. Jetzt kommt noch ein Gutsch Cognac rein, um es noch verfeinern, damit er nicht ganz verflüchtigt. Und jetzt können wir es anrichten. Einen guten. I'm gonna go get some more.